Einen wunderschönen guten Morgen aus der Autostadt Wolfsburg zum ersten Spieltag der Frauenbundesliga VfL Wolfsburg gegen SGS Essen. Nachdem letzten Sommer die Fußball-EM der Frauen war und durch die Medien ein ziemlich großer Hype ging, der mit 17 Millionen TV-Zuschauern beim EM-Finale gipfelte, will ich mir heute mit euch anschauen, was von diesem Hype in der Liga tatsächlich ankommt. Wie ist das Umfeld, wie sind die Stadien und wie ist das Spiel? Ich persönlich muss sagen, ich war auch noch nie bei einem Spiel der Frauenbundesliga. Von daher ist es für mich heute auch absolutes Neuland und ich lasse mich einfach mal überraschen. Aber bevor es jetzt gleich losgeht, machen wir noch einen kleinen Ausflug. VfL-Stadion am Elsterweg, der alten Heimspielstätte des VfL Wolfsburg. Hier feierte der Verein seine ersten großen Erfolge, unter anderem auch 1997 den Aufstieg in die Bundesliga. Das Stadion wurde 1961 erbaut, fast zurzeit 17.600 Plätze und bis 2014 trug auch die Frauenmannschaft des VfL hier ihre Heimspiele aus. Neunmal Pokalsieger, siebenmal Deutscher Meister, zweimaliger Champions-League-Sieger und auch dieses Jahr wieder einer der Top-Favoriten auf die Meisterschaft. Auf der anderen Seite mit der SGS Essen, ein kleiner Verein mit geringen finanziellen Mitteln, der auch dieses Jahr in der Liga wieder ums Überleben kämpfen wird. Auf dem Papier, also heute eine klare Sache. Angekommen am AOK-Stadion, welches von 2013 bis 2015 erbaut wurde mit 5.200 Plätzen. Hier tragen sowohl die Frauenmannschaft als auch die zweite Mannschaft und die Jugendmannschaft des VfL ihre Heimspiele aus. Außerdem befindet sich hier noch dort hinten die VfL-Erlebniswelt, welche ich übrigens sehr empfehlen kann. Und das Stadion befindet sich direkt neben der Volkswagen-Arena. Hierzu hatte ich auch schon mal eine Stadiontour gemacht, die werde ich euch gleich nochmal im Video oder in der Videobeschreibung verlinken.
Torschützen mit der Nummer 11, Alex! Oh. Alex! Oh. Alex! Oh. Und einen neuen Spielstand, der VfL Wolfsburg! Oh. Essen? Oh. Danke! Bitte! Bitte kommt! Alex Pop, Fußballgürtel. Verdiente und vor allem völlig ungefährdete 13-0 Halbzeitführung des VfL. Bleibt abzuwarten, ob die Mannschaft sich jetzt in der zweiten Halbzeit eher anfing zu schonen oder weiterhin Vollgas gibt. Es bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend. So, es ist Spielende und jetzt hieß es gerade, dass es nach dem Spiel noch eine Autogrammstunde gibt. Und wir versuchen jetzt einfach mal, diese formschöne Klatschpappe uns unterschreiben zu lassen. Mal gucken, wen wir da so kriegen. Zwei Stunden anstehen, teilweise davon im Regen, bin ich jetzt völlig durchnässt, aber ich war erfolgreich, denn ich habe unsere formschöne Klatschpappe einmal vollständig unterzeichnet bekommen und zudem noch diese wunderschöne Autogrammkarte ergattert. Von daher war der Autogrammjäger in mir auf jeden Fall erfolgreich. Ja, kommen wir zum Spielerischen. Der VfL gewinnt völlig verdient ungefährdet mit 4:0 und ja, da muss man einfach sagen, man hat heute einen Klassenunterschied gesehen und dort sieht man einfach auch, was der VfL finanziell als auch infrastrukturell für Möglichkeiten hat, die den kleinen Vereinen wie Essen einfach fehlen. Denn es war teilweise heute wirklich eine Klassenunterschied. Von daher ein völlig verdienter und ungefährdeter 4:0-Sieg. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich das 4:0 verpasst habe, weil ich muss zu meiner Schande gestehen, ich stehe zu diesem Zeitpunkt am Radvorstand. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das.
Ja, Gesamtfazit. Also vom Hype der EM würde ich sagen, ist auf jeden Fall was übrig geblieben. Denn alleine die Zuschauerzahlen gestern über 23.000 in Frankfurt und auch heute über 3.000 Zuschauer, das wäre, glaube ich, so vor einem Jahr oder auch vor Corona nicht möglich gewesen. Von daher sieht man hier auf jeden Fall, da tut sich was. Stimmungstechnisch ist es, glaube ich, noch ein weiter Weg, weil es war heute weitestgehend doch sehr ruhig. Und wenn, erinnerte es doch tatsächlich mit den Trommeln, mit den Klatschpappen, erinnerte es mich an Handball so ein bisschen. Ausgenommen tatsächlich die Essener Fans, die 12 Mann, die da waren, haben wirklich 90 Minuten lang Gutstimmung gemacht. Die hatten trotz 4-0 Niederlage Spaß, hat mir gut gefallen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Und lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann!